So sieht jemand aus, der kleinen Mädchen ihre Puppen klaut. Es ist dieselbe Person, die Babys ihre Lollis klaut. Was würdet ihr tun, wenn ihr in eine neue Stadt kommt und keinen Job habt? Die meisten Leute würden sich vermutlich irgendwo bewerben und einfach mal schauen, was es da draußen so alles gibt, ihre Optionen abwägen. Alternativ könnte man auch einfach bei seinen Nachbarn einbrechen, alles klauen, das verkaufen und sich so bereichern. Das ist auch eine Option. Das ist nice, wir haben ein bisschen Jazz auf den Ohren und eine nächtliche Kleinstadt im Hintergrund, da kommt auch direkt Stimmung auf. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Picklock, wo man, soweit ich weiß, einen Dieb spielt, der in eine neue Stadt kommt und keine Lust hat, sich einen ehrlichen Job zu suchen. Ja, der will nicht die ganze Zeit bei Mc's irgendwelche Burger wenden und mit Leuten am Drive-In streiten. Das ist einfach nichts, worauf der Bock hat. Deswegen beklaut er alle und wird so reich. Ich habe das auf Steam gesehen, dachte mir, das sieht ganz lustig aus. Erinnert mich ein bisschen vom Gameplay her an Thief's Simulator. Die Grafik sieht aber aus wie Family Man. Also ja, das könnte das beste Crossover sein, was wir bisher hatten. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und gucken einfach mal, was dieser Typ so macht. Greenville um 22.37 Uhr. Bin das ich? Vermutlich. Gold Watch. Okay, ein Laden namens Golduhr. Ich kann mir nichts davon leisten, ne? Und ein weiterer trauriger Tag geht zu Ende. Ich kann mir keine goldenen Uhren leisten, keine Anzüge, gar nichts. Früher konnte ich mir alles leisten. Sogar den coolen Lego Lamborghini. Und das ist unglaublich laut, by the way. Das ist 500 Mal lauter als das Hauptmenü. Ich bin sehr erschöpft. Ehrliche Arbeit ist einfach nichts für mich. Also beklaue ich alle. Nice, das ist Logik. Wenigstens hat er ein hübsches Häuschen mit Garage, okay? Was eine Absteige, ja, von innen sieht's nicht so cool aus. Es ist Zeit, was zu ändern. Meine Geschichte beginnt erst. Du lu 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 lu. Boah, ist das laut! Picklock! Liebe Nachbarn, ich werde euch heute Nacht besuchen kommen. Ich freue mich schon richtig. Also für euch ist es natürlich nicht so laut, weil ich mache das leiser. Aber das war absolut ohrenbetäubend, wirklich. Absolut abartig. Mein Schreibtisch ist perfekt, um Diebstähle zu planen. Also ich game an meinem Schreibtisch, aber ne, man kann auch da Diebstähle planen, alles klar. Hat das Spiel meine Soundoption zurückgesetzt? Es gibt kein Ingame-Optionsmenü. Ich wollte gerade vielleicht gucken, ob ich das ein bisschen runterregulieren kann, aber es gibt kein Ingame-Menü. Ja, das ist nicht das größte Team, was hier angearbeitet hat, okay? Okay, cool, der Schreibtisch. Und hier kann ich dann auswählen, wo ich hingehe. Da ist eine Karte der Stadt. Ich denke, ich werde Mission in grün markieren. Alles klar, das Nachbarhaus. Das Puppenhaus der Nachbarn war mein erstes Ziel. Ich habe keinen Dietrich, aber ich weiß, dass sie einen Ersatzschlüssel im Blumentopf nahe des Hauses aufbewahren. Alles klar. Das heißt, ne, anstatt sich, wie gesagt, einen ehrlichen Job zu suchen und einfach diesem Leben zu entsagen und eine ehrliche, aufrichtige Person zu werden, die irgendwas zur Gesellschaft beiträgt, anstatt das zu machen, spioniert er seine Nachbarn aus, überlegt sich, wo die ihren Schlüssel hinpacken und bricht dann bei denen ein. Mission starten. Okay, der Blumentopf. WASD für die Kamera, jawohl, linke Maustaste Aktion, rechte Maustaste Kamera rotieren. Gestern sind meine Nachbarn in den Familienurlaub gefahren. Ich brauche keine Werkzeuge, meine Nachbarn sind wirklich rücksichtsvoll und haben immer einen Schlüssel im Blumentopf neben dem Haus. Vielen Dank dafür. Bin ich da mit dem Auto hingefahren? Ich wohne auch hier. Ich meine, einfach Tür auf, gucken, ob niemand kommt und dann das Zeug direkt über die Straße schleppen. Dann muss man nicht mit dem Laster hinfahren. Das ist schon ein bisschen auffällig. Wobei, auffälliger wäre es, wenn das ein schwarzer Van wäre. Da geht so ein ockerfarbener Pickup sogar noch halbwegs gut durch. Okay, ja, da ist es. Ich kann es gar nicht erwarten. Er will sagen, machen wir auf. Okay. Klicken, um alle interagierbaren Objekte zu zeigen. Ich suche nach wertvollen Dingen und natürlich nach Geld. E. Okay, das ist die Drohnenansicht. Da kann ich alles markieren, womit man interagieren kann. My Man hier hat eine Advanced-Kamera-Drohne, die alles markieren kann. Außerdem ist er doof, weil er hat gerade das Licht angemacht. Das scheint mir eine sehr eng verknüpfte Community zu sein. Hier die Nachbarn der Nachbarn. Hier wissen ganz bestimmt, dass die nicht da sind. So, stell dir vor, Herr Schmidt aus dem Nachbarhaus guckt zum Fenster raus und sieht, Licht ist an. Ich dachte, die wären im Urlaub. Gehe ich doch mal kurz rüber und frage, ob die vielleicht früher zu Hause oder nach Hause gekommen sind. Und dann mache ich die Tür auf. Oder das Licht geht halt aus und man hört hinten irgendwas durch den Garten rennen. Dann kommt die Polizei. Ich weiß nicht, ob My Man hier das so gut durchdacht hat. Okay, was ist das? Eine Statuette. Den Fernseher kann ich nicht einstecken. Ich bin
sehr enttäuscht und ich kann nicht durch Wände durchklicken. Was ist die Lautsprecheranlage? Okay, ich habe aber limitierten Platz. Also die Kamera hängt drüber, aber mein Koffer ist zu 26% gefüllt. Das heißt, ich kann nicht alles mitnehmen. Das heißt, was heißt mein Koffer? Mein Rucksack? Olivenöl. Ich stecke einfach Olivenöl ein. Ich kann nicht alles mitnehmen. Ich muss ein bisschen Prioritäten setzen. Alles Klärchen, was haben wir hier? $500. Oh, und ein Parfüm. Das heißt, ich gehe einfach durch jeden Raum und nehme alles mit. Klopapier. Wirklich. Ich meine, vor ein paar Monaten wäre das noch sein Eigengewicht in Gold wert gewesen. Jetzt ist es einfach nur Papier. Ich klaue sogar die Puppe. Das ist einfach nur grinchy. Das hat nicht mal was mit Diebesarbeit zu tun. Das ist einfach nur, das ist BM. Okay, so sieht jemand aus, der kleinen Mädchen ihre Puppen klaut. Es ist dieselbe Person, die Babys ihre Lollis klaut. Oh, ist das dein Ernst? Der Hase auch noch? Du bist eine furchtbare Person. Gestohlen Hase. Ja, okay. Ja, okay. Und das hier ist der absolute Money Room. Ne? Da haben wir Single Malt, 12 Jahre alt, 16 Jahre alt Single Malt und 18 Jahre alter Single Malt. Einen Laptop nehmen wir mit und den Xerox, also den Drucker. Gut, dann zur Hintertür, dann liegt da noch ein bisschen was und dann sind wir auch bald... Ja, was übersehen? Ah, das ist im Schrank. Ich kann den Schrank noch aufmachen, den Staubsauger. Ich komme da nicht hin. Ja, dann mach halt die Tür auf. Okay, das heißt, ich kann nicht einfach da hinklicken. Ich muss spezifisch die Tür aufmachen, sonst geht er ja nicht hin. So, jetzt machen wir hinten noch leer und dann verschwinden wir. Eine Flasche. Cool, die Gießkanne. Und eine kleine Waschmaschine. Im Garten. Eine Waschmaschine. Das sind komische Leute, die haben es dann im Zweifel auch verdient. Und nochmal was ich nicht gesehen habe. Ist das ein Anzug oder ein Kleid? Das ist weird, wenn ich jetzt ein... Ja, ich klaue ein Kleid. Das ist merkwürdig. Ich könnte für heute gehen oder weitersuchen. Ja, warum weitersuchen? Wir sind hier fertig. Die Frage ist, wie gehe ich? Ach so, ich muss auf mein Auto klicken und dann gehen wir nach Hause. Bist du sicher, dass du diesen Ort verlassen willst? Sehr gerne. Ich habe sogar die Tür aufgelassen. Ich habe so wenig Anstand, ich lasse einfach die Tür offen stehen. Beide, ne, Vorder- und Hintertür, und zieht es ein bisschen durch. Ist durchgelüftet. Wenigstens... Ne, gebe ich denen noch irgendwas, dann haben sie frische Luft. Wahrscheinlich auch ein paar Viecher, die sich im Haus bequem gemacht haben. Aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Diebstahl erfolgreich. $500 und Dinge im Wert von $3,815. Das Nachbarhaus. Easy peasy. Ja, ich bin wieder im Geschäft. Ich kann das Geld schon riechen. Paskevich natürlich. Er wird mir Werkzeuge und Tipps geben. Ich habe ein Helferlein namens Paskevich. Alles klar. Der natürlich im Pfandhaus und Paskevich. Also kommt der eher aus dem... osteuropäischen Raum, logisch, ja, das ist, natürlich, so funktioniert das, ne, weil jeder Pfandhausbesitzer kommt irgendwie aus der Ecke. Wir hatten Ivan aus, das war laut, wir hatten Ivan in Thief Simulator und hier haben wir Paskevich. Ein altes, gemütliches Pfandhaus, in den guten alten Zeiten fanden hier Pokerspiele statt und Paskevich hat Sportwetten akzeptiert. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil der Laden sieht nicht mehr so, muss ich sagen, sieht nicht mehr so schön aus. Ist ein bisschen runtergekommen aus, ne, es hat ein bisschen was... abgekriegt. Kannst du noch langsamer parken? Der langsamste Drive-by des Planeten. Okay. Hey, Paskevich, was läuft? Hallo, alter Freund, wie kann ich dir helfen? Brauchst du Gitarrenseiten? Ich mische wieder mit. Dieses ehrliche Leben ist Blödsinn. Ich brauche deine Hilfe. Tolle Nachricht. Picklock ist zurück. Okay. Wie du weißt, bin ich nicht mehr in der Szene aktiv. Mal schauen, was ich für dich habe. Wie wäre es mit einer kleinen Nähfabrik? Kein Alarm, keine Kameras. Brich einfach leise ein und achte auf den müden Sicherheitsmann. Großartig. Das Ziel? Normalerweise nähen sie japanische Kleider von höchster Qualität. Wenn du Glück hast, kannst du eine maßgeschneiderte Jacke abgreifen. Die ist selten und sehr teuer. Klingt toll, aber mir fehlen die Werkzeuge. Erstmal kann ich dir eine Brechstange geben. Bald kriegst du das richtig gute Werkzeug. Danke, Zeit für die Arbeit. Okay, das heißt, ich komme ab und zu mal hierher und der versorgt mich dann mit neuem Equipment. Kann ich eigentlich sonst noch irgendwas hier machen? Ich kann nicht schlafen, also ich kann das Licht ausmachen. Okay, kann ich die Toilette... Nee, ich will die Toilette gar nicht benutzen, never mind. Ich wollte gerade fragen, kann ich die Toilette benutzen? Ja, nee, will ich gar nicht, du. Kann ich die Nachbarschaft erkunden? Ja! Ich dachte gerade, ich werde überfahren. Ich kann die Nachbarschaft erkunden. Ich kann einfach rumlaufen, wie es mir passt.
Aber ich kann keine Map oder so aufmachen. Das ist cool, das heißt, technisch gesehen ist das Spiel Open World und sobald man eine Mission auswählt, wird quasi der Innenraum von dem jeweiligen Haus geladen. Ey du, ey, ich verfolge den jetzt einfach die ganze Zeit und sehe dabei gruselig aus. Okay, gut, die Nähfabrik, hier gibt's aber einiges. Immobilienagentur, hier werden Träume wahr, kauft ihr alle möglichen Häuser verteilt über die ganze Welt. Okay, das ist wieder das Nachbarhaus. Das Möbelgeschäft. Hier kannst du eine ranzige Absteige in einen Palast verwandeln oder in was auch immer du möchtest. Der Nachtclub, Neonlampen, Sofas und tanzende Damen locken den gesamten männlichen Teil der Bevölkerung schon seit Jahren her. Dieser Ort eignet sich gut, um sich auszuruhen und Geld auszugeben. Nee, davon habe ich aktuell sehr wenig. Die Bar, ein sicherer Hafen für Menschen in dieser Stadt. Hier kann man einen guten Single Malt Whisky trinken und einfach nachdenken. Okay, oder das Autohaus. Das größte Autohaus der Stadt. Hier kannst du sicher und legal Autos kaufen. Das Legale impliziert, dass es immer noch einen Weg gibt, der nicht so legal ist. Okay, die Nähfabrik. Ich kann nicht reden. Seht ihr, ich freue mich so sehr darauf, was zu klauen. Ich verhaspel heute meine Sätze, habe ich schon vorher. Das ist ganz schlimm. Okay, wann immer ich was klauen kann, freue ich mich. Eine unauffällige Nähfabrik, die von einem müden Sicherheitsmann beschützt wird. Keine Kameras, kein Alarm. Es ist ein kleiner Diebstahl. Am wertvollsten sind die Kleider und die Jacke. Okay. Ich meine nur einen Sicherheitsmann. Ja? Das müsste doch drin sein. Ja, hier gibt's auch fast nichts. Und ich sehe sogar seinen Patrouillenpfad und sehe dann, wie lange er an den jeweiligen Orten stehen bleibt. Okay, das ist cool. Das heißt, das Spiel ist überhaupt nicht schwer. Ich muss gar nicht selber den Pfad raussuchen. Der wird mir einfach angezeigt. Und ich kann dann mit dieser Info machen, was ich will. Der holt sogar eine Fernbedienung raus, wenn man in den Drohnenmodus geht. Das ist cool. Okay, die Wache steht jetzt 10 Sekunden in dem Raum. Das heißt, ich könnte mir jetzt Zutritt verschaffen. Warte mal. Ich glaube, die KI ist intelligent genug, um mitzukriegen, dass eine Tür offen ist. Könnte ich mir denken. Das heißt, ich mache die Tür auf, mach sie hinter mir wieder zu und der Typ müsste nicht raffen, was abgeht. Korrekt, weil jetzt ist er da drin am nachgucken. Dann hier rein. Jawohl, die Tür hinter mir wieder zu. Und jetzt habe ich ein bisschen. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Genau, jetzt steht er hier wieder 10 Sekunden. Das heißt, ich kann jetzt alles mitnehmen. Eine Jacke. Das hier. Ich komme da nicht hin, sagt er die ganze Zeit, weil ich Dinge queuen will. Aber das geht halt nicht. So, jetzt bewegt er sich, setzt sich in Bewegung. Ist hier unten. Ich habe keine Zeit zu verlieren, denn ansonsten sieht er mich gleich. Und dann chill ich hier, weil hier kommt er nie hin. Hier kommt er... Kannst du die Tür aufmachen, bitte, Picklock? Dankeschön. Hier kommt er nicht hin. Hier kann ich jetzt machen, was ich will. Was hier? Toilettenpapier. Ich weiß immer nicht, warum ich Klopapier einstecke, aber ja... Ja, das tue ich. Und dann muss ich gleich noch in den Raum hier. Und er setzt sich in Bewegung. Ich bin außerhalb seines Sichtfeldes. Die ist abgeschlossen. Ich kann sie aber knacken. So, dann auf. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, das muss ich auch knacken. Ich habe Zeit dafür, aber... Ich habe keine Zeit. Kannst du sie zumachen? Er weigert sich einfach, sie zuzumachen. Reicht das für einen Alarm? Nee. Okay, ich wollte jetzt sagen, ich kann die Tür knacken, aber habe keine Zeit, das Zeug rauszunehmen. Also innere Türen muss ich nicht zu machen, aber die hier außen hätte wahrscheinlich gereicht für einen Alarm. Und man kann keine Sachen queuen. Das heißt, wenn er gerade am... oder gerade in der Animation ist, vom Tür zu machen und ich dann woanders hinklicke, dann bricht er das ab. Das ist ein bisschen nervig. So, dann das. Und das war, glaube ich, alles. 100%. Ich kenne einen Meisterdieb, der raus ist. Perfekt ohne Alarm. Easy peasy, das war alles. Na, ansonsten gibt's hier nichts. Das war relativ lame. Also es gab halt wenig Zeug, dafür gab es eine Wache. So, bumm, und wir hauen ab. Der Typ friert gerade an der Stelle fest, weil er merkt, er hat seinen Job furchtbar gemacht. Sewing Factory. Okay, das sind sogar Sterne. 3000 und 5520. Wir kriegen Fat Money. Okay. Das ist voll cool. Dann Paskiewicz. Aber mal schauen, was ich jetzt bekomme. Bitte ein Dietrich.
Das ist leiser als eine Brechstange und geht vermutlich auch schneller und wieder die langsamste Einparkanimation der Welt. Ich weiß, das ist wahrscheinlich, um den Ladebildschirm zu tarnen, aber es sieht halt komisch aus. Ich hätte lieber gerne einen Balken, einfach ein normaler Balken. Das würde mir schon reichen. Hey Kumpel, großartige Arbeit. Jedenfalls sagen das die Zeitungen. Wir haben nicht mal angefangen, richtig? Während du gearbeitet hast, habe ich mir alle Mühe gegeben, dir einen Job zu suchen. Ich war erfolgreich. Ich bin froh, dass wir uns um das Allgemeinwohl kümmern. Es gibt einen neuen Metzger in der Stadt und sie sind wirklich gut. Keine Kameras, bloß ein überallfälliger Sicherheitsmann, der die ganze Zeit die Vordertür prüft. Wie jetzt, ein einfacher Metzger? Ich weiß, Kumpel, das ist leider alles, was ich für dich habe. Alles klar, ich gehe heute Nacht. Das heißt, wir hören gar nicht auf. Wir hören gar nicht auf, irgendwie einzubrechen. Es ist jede Nacht harter Grind. Ich will jetzt aber noch checken, was man zum Beispiel für... Nein, das ist das blöde Nachbarhaus. Was man zum Beispiel für Häuser kaufen könnte. Und was das kosten würde. Weil aktuell der Ort, an dem ich lebe, ist ja wirklich unter aller Kanone. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht kann ich upgraden. Und wenn ich jetzt nicht upgraden kann, dann vielleicht ins Möbelhaus und ein bisschen das Ding besser aussehen lassen. Weil das ist ja furchtbar. 120.000 Euro. Okay. Mexiko, Cancun, ein kleines Haus an der karibischen Küste, alternativ gäbe es Bali, hübsche Apartments an der Küste des Indischen Ozeans, ein teures Bungalow im Herzen des Indischen Ozeans oder eine luxuriöse Villa an der atlantischen Küste in Miami. Muss es unbedingt Miami sein? Miami ist nicht so die sicherste Stadt. Muss man einfach mal so sagen. Das Möbelgeschäft. Komm, wir fahren mal ins Möbelgeschäft. Ich will mal... Vielleicht zumindest neue Badezimmermöbel, weil jetzt die Dusche und die Toilette, das sieht schon wirklich ekelhaft aus. Also ich weiß nicht, wie man das so verkommen lassen kann, aber das ist ja wirklich Next Level. So will ich nicht existieren, okay? So will ich nicht existieren. Okay, hier gibt's Upgrade-Pakete. Das sieht echt gut aus. Das hier ist mir schon zu abgefahren mit diesem Leo-Zeug. Das finde ich richtig hässlich, muss ich sagen. 50.000 ist es definitiv nicht wert. Das hier finde ich harmoniert sehr gut. Wir haben sogar einen Kamin. Und dann hier oben das Zeug über dem Bett. Ich gebe mal 10.000 aus, komm. Fix it. Habe ich gerade bekommen. Das sieht jetzt auch wirklich so aus. Siehst du mal, so kann man sich's gut gehen lassen. Das reicht völlig aus. Wir haben einen schicken Kamin, ein schickes Bett. Das andere hätte, wie gesagt, so ein Leo-Design. Finde ich furchtbar. Das ist geil. Wir haben jetzt eine anständige Dusche, anständiges Badezimmer, allgemein eine echt schicke Küche mit freistehender Bar. Teuer. Sehr, sehr teuer. Einen fetten Fernseher, coole Sofaecke. Das ist nice. Ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Picklock. Schreibt mir gerne hier unten drunter, ob ich das weiterspielen soll. Das ist cool. Wie gesagt, bis jetzt nicht wirklich schwer, weil zum Beispiel eben die Pfade der Wachen einfach angezeigt werden. Die muss ich nicht rausfinden. Aber ja, potenziell könnte hieraus eine ganz coole Story entstehen. Ich weiß natürlich nicht, wo die dann hinführt. Aber nur bis jetzt machen wir Dinge. Wir sind sehr erfolgreich in dem, was wir tun. Heißt nicht, dass das richtig ist. Aber wie er schon gesagt hat, ehrliche Arbeit stinkt. Deswegen ist das hier eine Option. Keine, die man machen sollte, aber es ist eine Option. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Der steht ganz komisch da, by the way. So richtig breitbeinig. Ich weiß auch nicht, was da los ist.